Oha! Was? 1000? Wir haben schon 1000 Leute hier drin? Was? What the fuck ist hier los? Oh, ich hab ein schönes Wort gesagt. Okay, Leute, also wir waren gerade zu dumm, das Bild richtig einzustellen, deswegen... Warte mal, hier, mach mal das weg. Ist alles okay. Ist alles okay. Haben wir jetzt genug Platz nach oben? Ja, guck mal. Passt. Mach dir keinen Kopf, setz dich jetzt hier hin. Ja, aber Leute! Also, wir haben hier so eine richtig coole Taktik entwickelt. Wir sehen genau, was ihr schreibt. Wir haben nämlich hier noch einen großen Monitor. Und warum erzähle ich das gerade eigentlich? Wow. Jemand, der im Stream auch den Chat sehen kann. Er hat das mega Leistung. Er hat was ultra krass entwickelt. Das hat noch niemand vorher geschafft. In diesem Sinne, hallo Leute. Freut mich, dass ihr da seid. Meine kleinen süßen Mini-Würstchen da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle zu Hause und guckt das Video nicht von unterwegs. Das wäre kritisch. Nicht irgendwie aus dem Park. Because we don't do that. Because we smart. We smart, we don't do that. Ja, wir machen heute richtig geiles Zeug hier. Yes. Wir chillen heute mal so eine Stunde oder so mit euch zusammen und genießen das Leben. Und ja. Machen uns Zuckerwatte. Ja. Also, why not? Wir machen halt nicht nur normale Zuckerwatte, sondern wir dachten so, also ich habe halt gerade einfach mal in den Schrank geguckt und dachte so, was haben wir hier noch? Popcorn, dann haben wir da noch irgend so Zitronensäure. Und Kakao, hallo, habt ihr schon mal Kakaozuckerwatte probiert? Wir auch nicht. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht, aber wir werden es gleich herausfinden. Meinst du, es funktioniert nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich will auf jeden Fall nicht diese grüne Zuckerwatte machen. Doch, das sieht aus wie Gammel dann. Aber das ist bestimmt Waldmeister, oder? Nee, ich glaube, das ist einfach normal Zucker. Also es hat keinen bestimmten Geschmack, oder? Okay. Oder wenn, dann ist es Apfel. Doch, ich glaube, es war Apfel. Also ich habe mir ja mal so einen Zuckerwatte... Es riecht einfach nur nach normalem Zucker, also nach nix. Probier mal. Das müsste ja so Orange sein oder so. Oder Urin. Oh, Apfel. Ja? Also hier schmecke ich nichts. Was ist das hier wohl? Weiß ich nicht. Himbeere. Schmeckt genau wie das. Ich schmecke keinen Unterschied. Also ich sag, ich habe hier schon Apfel geschmeckt irgendwie. Meine Geschmacknerven sind... Meine Geschmacksnerven sind komplett dran. Oh, guck mal, Dylan, jetzt kommen die richtig krass. Also jetzt kommen richtig so ein Schwung rein. Okay, jetzt geht's richtig los. Gerade waren wir noch so 1000, jetzt sind wir auf einmal 6500, alles klar, Leute. Krass. Aber schön, das bedeutet nämlich, dass viele Leute zu Hause sind, dass niemand unverantwortlich vor die Tür geht, macht man nämlich nicht, Leute. Ja. Und dass ihr zuguckt, das schmeckt echt richtig krass nach Apfel, ey. Die anderen Sachen nicht so krass nach anderen. Ja, probier doch. Och, Mann. Als ob du zu dumm bist, das zu essen jetzt. Schmeckt nach nichts, oder? Also nach Zucker halt einfach. Vielleicht kommt das so nach. Nee, ich keine Ahnung. Nee, ist einfach scheiße. Aber ich hab voll widerliches Pappmaul hier. Ja, Leute. Wollen wir starten oder was? Wollen wir starten? Wollen wir erstmal so einen Appell an die Leute nach draußen richten oder kommt das dann einfach zwischendurch irgendwann? Was für ein Appell? Wir haben hier einen Bildungsauftrag zu leisten, Dylan. Wir machen den Livestream nicht für umsonst. Oh, was schreibt denn jetzt hier mein Vater hier in die WhatsApp-Gruppe? Du hast auch Flugmodus nicht drin, ne? Du könntest angerufen werden. Doch, nee, ich habe Flugmodus, aber WLAN. Bei dem Streamer mit meinem Handy, die Leute müssen ja hier... Also könntest du über WhatsApp angerufen werden. Oh, das wäre richtig Krise, ey. Ganzer Livestream unterbrochen. So was passiert immer, wenn ich Livestream auf irgendwie Instagram. Auf einmal kriegst du 20 Anrufe. So, Dankeschön. Ja, aber ja... Spenden? Achso, ja, das ist im, also das ist, okay. Ist in Ordnung. Das bedeutet nicht, dass irgendwas schief läuft. Jessie ist übrigens auch noch heute hier und guckt, ob alles läuft hier. Sonst hat das immer meine Mutter gemacht und hat dann von unten so nach oben geschrieben, alles gut! Falls meine Mutter gerade zukommt, hi Mama. Alter, zu Hause. Und krass, Alter, wir sind schon 9000 Leute in diesem Stream. Das ist so heftig. Ich krieg da immer so ein bisschen Angst. Ja. Lass einfach anfangen. Wir bemerken gar nicht. Da sind ein paar Leute, die gucken zu. Das ist schön. Okay. Ja, genau. Wir reden mit ein paar Leuten, aber wir gucken gar nicht dahin, wie viele das jetzt sind. Doch, wir gucken auch hin und beantworten eventuell auch mal eine spannende Frage, oder? Ja, zum Beispiel deine Mom auch. Super! Dankeschön. Richtig. Aber ich glaube, es läuft alles, sonst würden die Leute ja auch irgendwie schreiben, dass hey, ihr Würstchen, seid ihr cool drauf? Nein. Wir sind cool drauf. Übrigens, Leute, ihr müsst auf keinen Fall hier irgendwas spenden. Ne? Genau. Also ist auf keinen Fall hier irgendwas. Cool down. Aber an alle, die das machen, natürlich vielen Dank, dass ihr mich damit unterstützt. Das ist voll crazy irgendwie. Aber wie gesagt, alles for free hier.
Okay, let's go, oder? Ja, let's go. Was, wir müssen natürlich erstmal checken, wie das überhaupt richtig geht, ne? Ja, man macht hier Plan mehr, in die Mitte geht. Irgendwie so Zucker rein. Was ist das denn? Du hast das ja gar nicht drauf gemacht, richtig. Wo, ja, wie geht das denn richtig da drauf? Ja, ist, ach doch, warte mal, du musst das hier runterdrücken, glaube ich. Und dann kannst du es. Jetzt macht das mehr Sinn. Ja, siehst du, ja, weil du zu dumm bist. Mach hier nicht irgendwelche Dinger von dir kaputt. Ja, als ob du da jemals drauf Rücksicht genommen hast. Zumindest nicht extra. Aber eigentlich bin ich immer derjenige, der alles kaputt macht. Weil ich bin wirklich so, wenn ich irgendwie zu Besuch bei euch sein würde, dann wäre nach einer Stunde spätestens irgendwas kaputt. Und das ist leider kein Scherz. Ich mache alles kaputt aus Versehen. War wirklich aus Versehen. Ich bin einfach dumm. So, haben wir das? Das geht nicht richtig, ne? Nee, das reicht doch. Gleich bricht hier dieses ganze Teil, ey. Aber das reicht. Ach, guck mal, das eiert voll, dieses Ding, ist das normal? Ja, was soll's. Okay, Mann, das jetzt. Machen wir da vorher Zucker rein oder erst, wenn es. Ja, ja, hier in dieses kleine Kackteil muss Zucker. Und vorher? Dann dauert das sogar ein Weilchen. Bevor das anfängt, sich zu drehen? Ja, doch, bevor. Sonst geht uns ja alles in die Fresse. Okay. Ich will das mit. Wollen wir alle probieren? Alle Farben. Vermischt sich das dann oder hat man einfach dann. Das wird bestimmt eine braune Masse dann einfach. Probieren wir das aus. Schon cool, oder? Ich weiß nicht. Direkt so ein Burner am Anfang. Wow, Burner. Geht's euch eigentlich gut, Leute? Oh, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Oh, du hast komplett gefüllt! Es ging so schnell. Wow, ja, das ist. Jetzt können wir 2 Stunden Zuckerwatte machen damit wahrscheinlich mit dem. Ja, das dauert richtig lang, ey. Ja, okay, Andi, scheiße. Ja. Wollen wir es einfach anmachen? Aber es scheint nicht. Ist auch so schön ruhig, ne? Ja, es kommt so eine leichte Brise, ist voll angenehm. Ja, gut, also. Au. Es riecht aber auch schon wieder nach so ein bisschen verbrannten Plastik, ne? Und ab wann geht es dann los? Ah, das wird es auch erhitzt? Ja, ja, klar, das funktioniert ja so. Das weißt du nicht, wie Zuckerwatte funktioniert? Ich dachte, das wird einfach nur ultra schnell beschleunigt. Nee, das wird auch noch heiß. Aber ich hättest du nee gesagt, hätte ich gesagt, ja, nee. Aber doch, stimmt, es riecht ja immer so ein bisschen verschmort. Ich bin gerade ein bisschen dumm gewesen. So ein bisschen karamellisiert. Weil der Geruch kommt gerade durch. Da dachte ich so, ja, nee, ergibt Sinn, dass das warm ist. Scheiße. Ja. Ups. Guck mal, weißt du, was doof ist, wenn uns jemand hier spendet, um uns was zu sagen, damit wir das beantworten können? Dann können wir jetzt da nicht draufklicken, weil es hier ist. Weißt du, wie man das hätte schlauer machen können? So wie ich gesagt habe, dass man den Stream am PC. Ist okay! Oh, hatte ich wohl wieder recht, was? Jessie, komm mal her und drück mal auf dieses türkisene Ding da. Sie kann es auf dem iPad viel besser sehen. Warum soll man da drauf drücken? Moin. Moin steht da. Moin zurück. Moin. Niemand fragt, wer daneben wieder eigentlich ist. Bist du doof? Ja, man erkennt die stimmt, da war was. Ja, ne? Aber ist nicht schon ein Video bei dir online? Nee, kommt diesen Sonntag. Oh! Leute, diesen Sonntag wird sowas von krank abgerissen auf meinem Kanal. Wir haben die dümmste Scheiße überhaupt gemacht. Das wird richtig lustig. Ja, wir müssen jetzt halt echt aufpassen, bis das hier, weil am Ende verbrennt das dann. Ne? Hallo, mein Name ist Dylan White und ich habe mein Afro weg. Oh, hör auf, oh mein Gott, ich hab dich geschreckt. Blöd, dumm, Batz. Guck mal, du kannst das hier so drauf. Oh, cool. Oh, guck mal, es brennt richtig so ein bisschen an. Leute, nicht nachmachen. Das ist ganz, ganz dumm. Aber irgendwie war es cool. Na, au! Ja, okay. Aber noch ist nichts da, Dylan. Was willst du denn machen? Das ist übrigens auch. Das ist auch übrigens ultra schwer, das dann auch so daran zu halten und na, so. Ach, doch, wirklich. Ich hab das nicht hingekriegt damals. Ja, das heißt nichts. Hallo? Heißt das was? Was? Wenn du was nicht hinkriegst. Heißt das, dass es schwer ist? Nein, aber trotzdem. Oh, da ist gerade was abgeflogen. Könnte auch so. Können wir jetzt mal vorlesen? Ja, kann man. Oh, es entstehen Fäden! Es entstehen Fäden! Hallo, ich mach jetzt. Nein, ich war erster. Dylan, das geht nicht zu zweit! Ja, guck mal, es geht eh alles zu mir. Hä, meinst du, das geht zu zweit? Also, so ein bisschen ist schon. Also, es sieht aber echt fuselig aus gerade. Ja, ne? Sieht aus wie ein komischer Bart. Ja. Sondern, nee, ich sag's jetzt lieber nicht, wie das aussieht. It's live, wir können nichts rausschneiden hier. Ja, das ist echt anders, wenn man hier so live ist, Leute. Ja. Weil eigentlich, wir drehen halt manchmal so 6 Stunden Video. Da geht vieles raus, was dann so ein bisschen zu krass war oder so. Ein paar Sachen werden da schon rausgeschnitten. Da muss man halt echt so ein bisschen aufpassen. Oh, weißt du was? Guck mal, die Leute sehen jetzt von meinem Gesicht gar nichts, weil. Nee, oder sehen die von deinem Gesicht? Es ist spiegelverkehrt. Nicht? Wie gesagt, man könnte es alles ein bisschen besser sehen, wenn wir das gemacht hätten, wie ich vorgeschlagen habe. Wenn einer nicht also sieht man von deinem Gesicht nicht viel, oder wie? Ist das so, Jesse? Ja. Das ist spiegelverkehrt. Au! Ah! Ho! Oh, oh, Dylan! Das war ein heißes Stück Zucker! Oh, das hat weh getan! Oh. Naja, weiter.
ich hab mich richtig erschrocken. What the hell? Hast du es aber gesehen? Da kam voll Nein, ich hab gar nichts gesehen. Hä, da kam doch voll der fette Batzen, ne? Wir sind jetzt bei 11.500. Ja, ist voll krass. Es gucken gerade 11.900 Leute gucken gerade zu. Oha. Das ist irgendwie echt erschreckend. Und wir machen Zuckerwatte. Ja, aber das ist halt auch echt miserabel, Ding. Das kann jetzt halt auch echt nicht alles sein. Hä, haben wir irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht, ist das Ding irgendwie kaputt, alt, scheiße? Oh, ich weiß noch, Julia hat damals hier oben drüber das so gemacht und das ging viel besser. Oh, ich glaube, wir sind echt zu dumm dafür. Hier steht, ihr müsst den Stab oben drüber drehen und nicht in der Schüssel. Ah ja, guck hier, die Fäden, die sich gerade hier entwickeln, sind viel besser. Oha, stimmt. Ja, lass mal weg, mach mal. Nee, mal aber wie soll das dann nach unten an den Stab gehen? Oh, scheiße. Au. irgendwie... Oha. Aber jetzt geht's auf einmal voll ab. Ja, weil wir halt auch nicht so wie Idioten sind gerade. Hier stand auch ganz oft, das Ding hätte vorher vorheizen müssen. Es hätte vorheizen müssen? Ja, siehst du, erst wenn es an ist, habe ich eben gefragt. Du so, oh, nee, vorher, sonst fliegt das. Das sieht aus wie so ein. Sag's nicht. Sag's einfach. Also der Schweiß ist so eine nicht, ganz alte Einhorn. Genau. Oh, das schmeckt lecker, ne? Naja, ist halt Zucker. Du musst auch alles madig reden, weißt du das? Ich red's nicht madig, aber es ist Zucker, es schmeckt nach Zucker, das ist Zuckerwatte. Oh, hier hat jemand gerade geschrieben, den Stab querlegen. Was? Oha, jetzt entsteht richtig viel. Oha. Wow. Oha! Oha. Ich sagte doch, Julia hat das damals auch so gemacht. Oho. Aber warum kriegst du das jetzt hin und ich wieder nicht? Das ist doch so eine Kackscheiße. Das ist voll schwer! Ihr müsst zuerst die Stäbe... Oh mein Gott, Joey! Oh mein Gott. Das sieht ganz, ganz falsch aus. Den dreh schnell weiter, damit es größer wird. Dreh weiter! Was passiert eigentlich, wenn man das einfach nicht abdreht? Und dann entsteht da einfach. Aus wie ein pinker Corndog, Leute. Alles ja, okay. Ja, alles ja. Ist okay. Hey, guck, und jetzt probiere ich's und es geht wieder nicht. Ja, warte kurz. Das ist so richtig mein Leben. Das ist unfair. Wie oft hier kommt, wer das neben dir ist. Was? Was? Wer fragt denn von euch, wer das neben mir ist, Leute? Also wenn man jemanden auf meinem Kanal neben meiner Schwester kennen sollte, dann ist es Dylan. Oder erkennen die mich tatsächlich ohne... Es ist leer. Das ist leer jetzt. Ist deswegen leer? Kommt nichts mehr. Ja. Warte, dann Toll. Kommt jetzt grün. Dann kommt jetzt grün. Nein, 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 mach das mal aus. Ja, ich mach's doch gerade aus. Ach so. Ich dachte, du machst jetzt grün rein. Ja, wie denn? Hä, ich hab meine Hand hier hin. Nein, wir machen jetzt alle Farben. Alle Farben. Wir machen jetzt alle Farben. Ich habe eine interessante Geschichte die Leute auch sehen. Zu einem Menschen, der hinter den Kulissen arbeitet bei Alle Farben. Echt? Mhm. Aber die willst du jetzt hier nicht in einem Stream sagen, sicherlich. Nee, kann ich leider nicht. Nein. Du darfst nicht das kriegen. Vorsichtig, nicht, dass du dir die ganze Sache füllst hier. Das reicht. So, und jetzt pink. Jetzt nochmal Pink Wave. Pinkity Dinkity Dill. Das wird sich ja verbinden. Wir bräuchten Blau. Scheiße. Ich habe das bestimmt hier oben noch in dem Schrank, aber ich habe es nicht gefunden. So, und jetzt richtig randvoll, oder? Ey, jetzt geht die Party ab, ey. Und ich sag, geht die Party ab in den Süden. Jetzt geht's ratzfatz, Junge. Hey, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich dran. Nee, ich muss... Wie ich das angesammert habe. Das hier darf nicht mehr so aussehen, wie es aussieht. Ich muss das... Hä, aber jetzt auf einmal... Was? Dauert's wieder. Echt? Ja, es muss ja auch erstmal so warm werden. Hot so. Werden. It needs to caramelize. Aber hast du nicht mal gesehen im Urlaub oder sowas, wenn da an diesen Promenaden diese Dudes stehen mit den Zuckerwattemaschinen, die machen da Zucker rein und dann direkt 100 so ein Ding. Ja, also ich schätze, es liegt auch mal daran, dass die halt auch nur 19,99 gekostet hat. Ich glaube, in den Promenaden, das ist ein bisschen hochwertiger. Kann sein. Aber oh, das ist belastend, dass das schon wieder so lange dauert jetzt hier. Belastend. Ich finde übrigens, belastend ist so ein geiles Wort. Ja, oder? Es irgendwie passt ist alles zu allem. Belastend, es passt ne? zu allem. Es passt zu allem. Oh, belasten wir. Meine Fans, belasten. Belastend. Spaß. Guck mal, hier fragt jemand, ob es uns gut geht. Ja. Uns geht's gerade gut, wir haben keine Symptome. Ich wollte gerade einen Witz machen, dann dachte ich mir, ne, mach ich nicht. Aber wir kommen auf das Ganze nachher eh nochmal zu sprechen, Leute, denn es ist super wichtig, zu Hause zu bleiben und nicht irgendwie rauszugehen, weil gestern haben wir Bilder gesehen von Leuten, die am Rhein rumchillen oder an der Spree, am Park. Jetzt hier schön in Köln, entweder am Rhein oder am Aachener Weiher schön. Ne? Man hat ja frei. Also wirklich, wenn man durch Köln Innenstadt geht, sieht es aus, als wären gerade die Ferien des Lebens so gefühlt. So, und als würden alle so Spielspaß und Freizeit haben.
Okay, jetzt sieht's verschimmelt aus. Das sieht eklig aus. Ich bin jetzt dran, jetzt lass mich. Und Leute, das ist halt echt so ein bisschen verfehlt, weil es ihr sollt nicht irgendwie, habt nicht frei, damit ihr irgendwie in den Park gehen könnt, sondern damit ihr zu Hause bleibt und damit das Risiko, dass sich jemand ansteckt, verringert wird. Und hier geht es eigentlich gar nicht so sehr um uns junge Leute, sondern hier geht es eigentlich vorrangig um die alten Menschen oder die Menschen mit Vorerkrankungen, auf die der Virus echt fies reagieren kann. Ich glaube halt tatsächlich, dass ich auch Risikodude bin. Echt? Ja, weil so als Asthma-Dude und Allergie-Dude ist das, glaube ich, gar nicht mal so easy. Ja, aber du bist ja jetzt nicht so krasser Asthmatiker, oder? Nicht mehr, aber... Hast du früher so dieses Spray auch benutzt? Also das ist schon länger her. Oh, ich wollte immer dieses Spray benutzen, als ich klein war. Ich fand das so cool. Ich wollte auch immer einen gebrochenen Arm haben. Hey, jeder wollte einen gebrochenen Arm haben, oder? Und ich war immer so traurig, wenn ich hingefallen bin, mir hat der Arm richtig wehgetan und dann war wieder nicht gebrochen. Ich wollte noch nie einen gebrochenen Arm haben! Oh, den. Jetzt sieht's aus, als hättest du hier in der Ecke mal richtig schön Staub gewischt, ey. Aber meins sieht auch nicht besser aus. Aber es ist halt wirklich, weil wir diese Mischung jetzt aus allen Farben gemacht haben, es sieht echt kacke AF aus. Kacke AF. Ja, aber um das abzudingsen, Leute, denkt an eure Omas, denkt an eure Mitmenschen, die vielleicht irgendwelche Erkrankungen haben. Es ist super, super wichtig, sich selbst nicht anzustecken, auch wenn es bei einem selber gar nicht so schlimm ist und man vielleicht nur ein paar Tage Fieber hat, was auch nicht so cool ist. Aber es geht hier vor allem um die Leute, die es richtig krass erwischen kann. Und das nicht yes. Cool. Deswegen bleiben wir zu Hause. Bis und hören auf hier, Klopapier, Reis und Nudeln wegzukaufen, ihr Blöden. Also... Und Mann, ey! Es war so lange, bis die Bundesregierung was anderes sagt. So. Yes. Boah, hab ich dir das erzählt mit diesem 25 Kilogramm Mehlsack im Rewe hier? Crazy, ey. Ey, vielleicht wollen da viele Leute auf einmal Bäckereien aufmachen oder sowas. Ey, Leute, falls ihr wisst, warum gerade Mehl, Klopapier und Nudeln, schreibt uns mal warum. Warum gerade die drei Dinger? Warum ist zum Beispiel feuchtes Toilettenpapier da wie immer? Und normales Toilettenpapier komplett leer. Und warum gerade Toilettenpapier? Weil, ey, seinen Arsch kriegt man doch noch anders abgeputzt, so. Also, so als ob das Wichtigste wäre. Ich verstehe es nicht. Es ist wieder empty. Ist es schon empty? Yes. Ach, guck mal, vielleicht schreiben die Leute jetzt was. Hallo. Hallo. Weil es haltbar ist. Toilettenpapier ist gut ja, haltbar. Es gibt auch noch andere Dinge, die haltbar sind, Leute. Es ist jetzt nicht nur Toilettenpapier und Nudeln. Weil Nudeln sich lange halten, ja. Ja, aber inzwischen sind auch hier in den Supermärkten ganze Gemüse und also so Rohkostsachen sind auch komplett ausverkauft. Aber das hat lange gedauert. Das stimmt, ja. Aber können wir mal drüber reden, wie geil das Ding aussieht? Wonderful AF. Ich hab's voll gerettet von meinem Staubwedel. Ja, ich will jetzt einen nur grünen haben, weil diese blöde Kacke mit Pink ist, geht mir echt auf den Zeiger. Ja, das sieht aber aus wie vergammelt. Du siehst das aus, als hättest du so richtig Spinat dann zwischen den Zähnen. Ja, kennst du diese, hast du ja, die Videos gesehen? Viele, oh mein Gott. Richtig. Unnötig einfach, Leute. Das ist nicht cool. Jeden Morgen wird wieder frisches Klopapier geliefert. Au! Dylan! Au! Oh, Entschuldigung. Das machst du damit Absicht. Ja. Da passt doch theoretisch noch viel mehr rein. Guck mal, wir können es doch jetzt anhalten. Ja, aber du wolltest das Grüne doch nicht. Dann kannst du doch jetzt nochmal anhalten. Ja, aber du wolltest das doch nicht. Jetzt mach doch einfach mal. Oder wollen wir jetzt Kakao reinmachen? Oh. Warum wartest du nicht kurz? Wir haben keine Zeit zu warten. Ah, Dylan! Wir haben keine Zeit zu warten. Doch haben wir. Wir streamen eine Stunde, nicht nur 20 Minuten. Oh. Ich kann mal einen Zucker machen. Jemand hat auf die Klopapierfrage geantwortet. Zeit. Ich habe mir so gedacht, vielleicht machen die auch Nudeln mit Toilettenpapiersoße. Ja, oder sie, hier, wie war das, diese eine Frau da bei Frauentauschmal oder sowas? Die, so ein Minzbonbon, ne? Nee, Eukalyptus. Und Kakaopulver und Wasser. Stimmt. Mhm. Vielleicht schmeckt das ja. Einen leckeren Snack, so Klopapier mit Kakaopulver. Die war der Vorreiter von dem Ganzen. Pinkelt mal darauf, dann wird es größer. Danke ja, für den Tipp. Am besten direkt hier im Stream. Das gibt gute Klicks. Müsst dann morgen auch spätestens in allen Nachrichten. Nee, ich glaube, gerade kannst du machen, was du willst. Du kommst nicht. Oder du. Nee, gerade kannst du machen, was du willst. Du kommst nicht, kriegst keine Probleme. Ja, das stimmt auch. Es gibt wichtigere Sachen gerade. Das stimmt wohl. Boah, da ist echt viel drin, ey. Ja,
Oh, ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr da drauf, ey. Das ist auch, wenn du Zuckerwatte kaufst, dann beißt du doch zweimal ab und dann denkst du so, dann denkst du so, boah. Das reicht eigentlich auch, ja, ne? Aua! Also es ist echt unnötig, sich eine Zuckerwattemaschine zu kaufen, Leute. Weil ihr immer so lustig seid. Was, weil wir immer worauf so war die Frage? Ah! Oh mein Gott! Warum braucht man eine Schutzbrille bei einer blöden Zuckerwattemaschine? Jessie, ja. Kannst du mir eine Sonnenbrille holen? Ja. Gleich so. Warte, gleich bin ich blind. Ja, schön, dass du... Warte, und dann setzt er sich seine eigene Brille auf. Danke. Danke, ich fühle mich jetzt super. Okay. Nicht so, du musst so wieder. Genau. Give it to me. Oh yeah. Oh, Scheiße! Und er hat mich am Anfang immer angeglotzt, als wäre ich bescheuert. Ich habe nur die gefunden. Oh ja, die ist super, nehme ich die. Die schützt mich zwar nicht so richtig, aber die ist schon cool. Aber die tut auch ein bisschen weh, wenn du so schnippst. Das sieht richtig eklig aus. Mann, was soll ich denn machen? Nee, komm, gib mir mal die andere, bitte. Hast du jetzt gegessen? Ja. Ich dachte, ich krieg was ab. Deswegen bin ich hier. Ja, du kriegst das bestimmt, oder? Willst du das auch selber essen? Ja, das ist was. Wollen wir mal so eine Banane schälen und dann mit der Banane die Zuckerwatte eindingsen? Oh, das wäre voll cool, oder? Das, ja. Hä, das ist Live-Food-Hack. Also Food-Hack, nicht Live-Hack. Also nicht Live. Oh, doch, Live-Food-Hack. Ja. Boah, wie dumm ich bin. Das sieht aus wie so ein Finger vom Grinch. Ja. Ekelhaft. Aber warum ist das so langsam? Warum kommt da so wenig? Ja, das verstehe ich auch nicht. Wir machen irgendwas. I don't like it. Morgen seid ihr im Krankenhaus wegen Brandverletzung. Könnte schon sein. Nee, ich brauch die doch nicht. Ich riskiere es einfach. Okay, boah, hier kommen halt auch so schnell die Nachrichten rein. Warum spritzt es? Dylan, beantworte mal die Frage. Das liegt an der Hitze, die dafür sorgt, dass der Zucker sich denkt... BOOM! Naja, und also erstens ist es heiß. Erstens ist es heiß und dann dreht sich das Ding ja super schnell und dann fliegt einem das um die Ohren, wenn man so viel... Ih, willst du das jetzt so essen, Dylan? Das sieht ekelerregend aus. Das darf man nicht so essen. Du musst erst weitermachen. Ekelerregend. Ekelerregend ist ein schönes Wort, oder? Ja, aber... Habe ich was verpasst, schreibt Jamie. Ja. Du hast den Spaß deines Lebens verpasst, aber zum Glück sind wir noch ein bisschen hier. Deswegen kannst du nachholen. Warum machst du es denn jetzt wieder? Meinst du, das war's? Ja, das ist empty. Hey, die haben das doch übel empty hart empty. Aufgefüllt. Ja, keine Ahnung. Hier steht dieser Regenbogen. Ja, I try! Ja, aber das geht nicht, leider. Haben wir ja gerade probiert. Ja, doch, wenn man nach und nach die Farben halt hinzufügt. Ach so. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen green. Ja. Danach machen wir rosa. Und danach machen wir orange. Oh, mir ist jetzt schon unglaublich schlecht. Boah, das ist jetzt auch... Also, Jesse, ohne Probleme kannst du das gleich haben. Aber darf ich jetzt nicht erstmal meine Banane hier drüber halten? Auch wenn das komisch klingt. So, guck mal. Irgendwie ist das gar nicht so einfach. Am Ende bleibt das nicht dran hängen. Oh, das wäre aber so cool. Oh, die ist aber so matschig und schleimig. Wenn man das Bild gerade nicht sieht, sondern nur, denkt man sich auch nur so, yo. Hä, wieso kommt denn jetzt nix hier? Ja, das wird doch gerade erst wieder heiß. Aber eben war doch voll die Spinnenweben hier. Was lachst du? Du weißt, was ich meine. Du Scheiße redest. Scheiße. Als ob du das nicht hast kommen sehen. Ich wollte als kurz, ob du das nicht hast kommen ich sehen. Ich wollte kurz da drauf halt und so DJ spielen. Du, oh, jetzt ist die Banane da drin, Dill. Mach die mal aus. Ich meine, mach die mal raus. Jetzt die Banane rein? Ja. Nicht kaputt machen. Das ist so... Oh, Mann. Ich habe mir das anders vorgestellt, Leute. Das ist übrigens der Satz, den ich am allerhäufigsten in jedem meiner Videos sage. Ich habe mir das anders vorgestellt, Leute. Und oh Mann, oh Mann. So eine Scheiße. Oh, jetzt müssen wir wieder 5 Jahre warten. Ich lege jetzt meine Banane. Das ist jetzt lauter als eben. Explodiert das gleich? Oh, meine Finger sind jetzt so schleimig. Ja, also wer so blöd... Ich sag da einfach nichts zu. Wollen wir mal Mais da reinmachen? Dann ploppt so das, das Dings da raus, das Popcorn. Oh Gott. Und dann fangen wir das auf in unsere Zuckerwatte. Und dann haben wir Popcorn-Zuckerwatte. Wie krass wäre das denn? Ja, das klingt auf jeden Fall so, als ob das funktionieren wird. Ja, okay, dann halt nicht. Ich habe in 4 Tagen Geburtstag. Cool. Ich habe in 3 Tagen Geburtstag. In 3? 1? 2? 3? 0! Hey!
Ja, schön, dass wir das geklärt haben. Übrigens, ja. Leute, falls ihr euch noch nichts von... Ach nee, kann ich das jetzt sagen? Mit dem Special-Ding übers Wochenende? Mit dem coolen Teil? Nee, kann ich nicht sagen, ne? Sonst ist es wieder kritisch mit... Ich weiß es nicht. Nee, ich sag lieber nicht. Sag mal nicht. Ich sag lieber nicht. Guckt in meine Instagram-Story morgen rein, dann wisst ihr, was ich euch gerade sagen wollte, was ich aber leider nicht kann. Aber es ist geil. Oh yeah. Es ist geil. Wo ist Emilia? Ja, zu Hause oder? In Quarantäne. Nee, Emilia ist zu Hause. Die arbeitet jetzt nämlich tatsächlich richtig. Deswegen. Sie hat eine richtige. Also sie hat jetzt ihre eigene Arbeit. Sie arbeitet jetzt nicht mehr für mich, deswegen. Boah, ist jetzt so, ne? Und jetzt geht's los! Jetzt geht's. Guck mal, wie der abgeht hier! Hey. Oh nein! Das sieht halt auch schon wieder richtig eklig aus. Komm, hör auf jetzt! Das ist perfekt für Jessie. Ich krieg gerade einen ganz bösen Blick zugeworfen. Jetzt lass mich doch mal meine Banane! Oh Mann, warum ist das, sieht das immer so einfach aus? Hey, guck mal, das hängt gar nicht an der Banane. Oh, doch jetzt. Oh, sieht aus, als hätte ich mit der Banane Staub gewischt. Hä, das geht nicht richtig, Dirk. Guck mal, ich mach da extra Zeug rein, damit ich hier versuchen kann, meine Zuckerwatte hinzukriegen. Und dann sagst du, nö, jetzt muss ich ganz schnell. Ja, aber Dirk, du kriegst es eh nicht mehr schön. Ich war der Einzige, der das cool hingekriegt hat. Jessie, du darfst dir aussuchen, magst du das hier oder das? Gib mir deine Bananenstücke. Siehst du, sieht doch lecker aus. Ih, sieht richtig aus. Als wäre es in so ein Holi-Festival gefallen. In das Festival gefallen. Soll ich weitermachen mit dem restlichen Stück? Alter, das ist voll lecker. Ne? Ich glaube nämlich auch, das ist oh gut. Mein Gott, guck mal, wie das drippt. Ja, weil wir das halt nicht abgedingst haben, glaube ich. Nee, das schneidet einem die Zunge auf. Aua. Nee, weil du mit deiner Banane hier auch immer unten an das heiße Ding gekommen bist. Halt die! Oh, hat geklappt. Wo bin ich mit meiner Banane hingekommen? Ja, guck mal, wie das hier gedrippt, das karamellisiert und... Wegen meiner Banane? Ja! Wieso denn wegen meiner Banane? Also ich war das auf jeden Fall nicht. Ja, ich kann aber erstmal meine Banane schieben, ne? Dylan mit Brille, ja, das hat sich, das ist aus Sicherheitsgründen. Aber es ist auch deine echte Brille, oder? Das darf die gar nicht wissen, wenn die meine Instagram-Stories nicht gucken. Geht ihm gar nichts an. Also, sei mal nicht so gemein mit meinen Followern, ja? Kannst du mich mal grüßen? Grüße gehen raus an Lucy. Und jetzt wird oh, und jetzt kommen alle. Ja. Sorry, das war der einzige Gruß. Oh. Ach, Leute. Ja, ich würde das. Wir sollten jetzt mal ultra warm. Ja, das stimmt. Ultra Walter Up. Wow. Also wenn ihr mal irgendwie kein, wenn euch mal kalt ist in eurer Wohnung im Winter, einfach so eine Zuckerwattemaschine hinstellen. Und ihr wollt, dass eure Stromkosten ein bisschen in die Höhe gehen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal was Abgefahreneres. Du musst das ganze Ding jetzt übrigens erst essen. Hey, Jessie, du wolltest eins haben, ne? Ich glaube gerade schon ein bisschen. Wieso isst denn du jetzt die Banane? Ich habe doch hier noch eine halbe. Ja, die sieht aber nicht mehr gut aus. Aber die schmeckt supi. Ja, dann kannst du die ja später genießen. Soll ich das essen? Wie du auch nicht mal zu mir hältst, Dylan. Ja, nee. Ja, schön. Ja, los, wir machen jetzt irgendwas Special-mäßiges, oder? Etwas Special-mäßiges. Wir machen erstmal Kakao und zum Schluss rasten wir vollkommen aus und machen Zitronensäure rein. Also das sieht jetzt schon sehr schlimm aus hier drin. Ja, ich will nicht deswegen, wissen, wie das aussieht, wenn wir noch Kakaopulver rein. Wir machen da jetzt einfach Kakao rein, Dylan. Aber nur Kakao? Nein, da passiert ja nichts. Aber wir machen den Zucker mit dem Kakao hier rein. Wollt ihr erst den Kakao mischen? Mit dem Zucker zusammen und dann reinkippen? Ja, das wäre vielleicht schlau, ne? Damit das direkt so richtig vom Mix die Dekorierung. Die immer mit ihren rationalen Ideen die Sinn ergeben. Ist die Spülmaschine schon sauber? Nee, du hast ich hab die halt mittendrin ausgemacht, so die war noch voll im Gange. Ja, die war bestimmt im Trocknen. Im Trocknen. Aber das ist watery hier. Ja, we don't want water. We need something to dry this shit off. This is really important. Thank you very much. Please take this. And just clean very good. Wo ist Wummel? Zu Hause. Wummel ist zu Hause. Leute, ich wohne in Köln seit 2 Jahren, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wummel wohnt noch zu Hause bei meinen Eltern. Ich glaube, sie bleibt dort auch. Emmy wohnt auch zu Hause bei meinen Eltern und ja, ich wohne alleine hier. Und ich könnte auch mal wieder echt einen Hund gebrauchen. Ich nehme unsere Katzen. Was? Nee, Katzen mag ich nicht so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Hunde- oder Katzenmensch seid. Das würde mich jetzt mal krass interessieren. Du meintest eigentlich auch mal, du bist Hundemensch. Ja, aber dann hatte sie schon eine Katze. Und dann wollten wir ganz gerne noch eine Katze. Warum nicht noch einen Hund? Weil
weil wir dafür keine Zeit haben. Ja, ja stimmt, also, schon. Hund macht mehr Arbeit. Als wir die Kasse geholt haben, bin ich ja unglaublich viel gereist. Oh, das war ein bisschen viel, ne? Bin ich ja unglaublich viel gereist und deswegen war so, Katze ergibt eigentlich schon mehr Sinn. Ja. Ja, nee, aber eine Katze mag ich nicht so. Ich mag keine Katze mehr holen. Dann lieber kein Tier. Ja. Weil Katzen sind irgendwie, findest du nicht auch, dass Katzen so von der Mentalität so ein bisschen so... Arschloch sind? Ja, so ja. Arschloch. Ja, schon. Arschloch passt gut. Schon, aber die dafür... nur, wenn sie was wollen. Aber wenn du dann mal ein bisschen Liebe abbekommst, dann fühlt sich das noch viel schöner. Als von einem Hund? Ja. Aber ich finde auch so nervig, so ein Hund kannst du auch mal so ein bisschen so doll so mit kuscheln und sowas, ja, Spiel, das hoch schon. In den Arm nehmen und sowas. Und eine Katze ist immer so Etepetete und ja nicht irgendwie zu grob anfassen oder so. Ja, das fehlt schon. Das ist ein bisschen nervig. Und jetzt, glaube ich, wird das auch unsere letzte Portion hier, weil danach ist das Ding ruiniert. Meinst du? Oh! Okay, Leute, für die es gerade nicht mitbekommen haben, wir haben gerade Zucker und Kakao. Ah! Oh, ich will nicht mehr. Ich habe Zuckerwatte. Boah, wie viel das ist, ey. Oh mein Gott. Oh, das ganze Ding ist voll. Oh Gott, bitte. Oh. Okay, das war gut. Aber es riecht lecker. Noch. Oh ja, es riecht nach frisch gebacken hier. Und nach so einem Schokokuchen. Nach einem frisch gebackenen Schokokuchen riecht es hier. Oh, wir haben jetzt gar nicht geguckt, was die Leute geschrieben haben, scheiße. Was sie für Tiermenschen sind. Ich habe einmal Pferd gelesen. Unsere Social Media Abteilung, was sagen Sie? Ja. Sollte man vermeiden. Ja, theoretisch auch, wenn es schwerfällt, sollte man halt auch vermeiden, also wenn man mit seinen Eltern zusammenlebt, kann man nicht vermeiden, seine Eltern zu treffen. Yes. So, das geht nicht. Aber alle Leute, die außerhalb des Hauses wohnen, sollte man in den jetzigen Zeiten so gut ist, also eigentlich sollte man versuchen, sie nicht zu treffen. Ja. Na. Denn ihr wisst nicht, wen die Leute dann wieder treffen, weil sie nicht genau nachdenken. Und das kann dann schon wieder irgendein alter Mensch oder irgendein Risikogruppenmensch sein. Und dann ist wieder Chaos. Und ihr wollt nicht dafür verantwortlich sein, wenn jemandem was passiert. Ist so. That's true. Auf jeden Fall hat dir jemand geschrieben, er ist ein Pferdemensch. Und ich habe letztens so ein bisschen gerantet in deinem Video über Pferdemenschen. Ja. Ich hoffe, du hast es rausgeschnitten. Ich weiß es noch nicht. Es war schon witzig, aber also an alle Pferdemenschen da draußen. Für mich angegriffen. Ich habe ja auch selber Pferde. Ich bin jetzt aber halt nicht so der crazy Pferdemensch. Also ich Pferde sind nicht mein Leben. Was? Die sind etwas verrückt? Hast du gerade gesagt, die sind crazy? Ich hasse wow. Dich jetzt und deabonniere wow. Wow, Joey. Dylan, das sieht nicht so cool aus. Ja, da ist ja auch Kartoffel drin. Darf ich sag mal wieder? Kakao. Warum sieht das nicht aus wie Kakao? Das weiß ich auch nicht. Ja, weil das einfach nicht so reagiert wie Zucker und diese Fäden nicht macht. Meinst du, aber es hat sich ja schon irgendwie verbunden mit dem Zucker, oder? Also so ein bisschen Fäden kommen. Aber es schmeckt nach Kakao ein bisschen. Aber das heißt, es nach Kaka schmeckt. Es schmeckt ekelhaft AF. Ah! Oh, hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Oh. Oh. Aber es ging zum Glück nur hier an die Wange. Aber fast, Alter, wenn es ins Auge geht, ist es, glaube ich, schon nicht cool. Boah, wieder meine Brille hier. Ja. Ich will einmal noch mal Zuckerwatte schaffen. So eine Scheiße. Na. Ihr könnt ja mal schreiben, wie das für euch gerade so ist. Ich meine, viele von euch gehen ja in die Schule, beziehungsweise jetzt halt gerade nicht. Wie ist das für euch so ohne Schule? Das würde mich voll interessieren. Was ist denn mit dir schon wieder los hier? Probier's mal! Mit Gemütlichkeit! Oh mein Gott, das schmeckt voll gut. Kannst gerne für dich alleine haben. Das schmeckt nach Schokokuchen, aber warum kommt hier nichts? Das ist schon mal mein Wasser. Ich brauche jetzt was zum Spülen. So ekelhaft aus, der Wasser war leer. Oh. Ja, irgendwie ist das kacke, ja. Ich hab grad gefragt, wie die Leute das so finden, nicht zu Hause zu sein. Also, wenn die Brille was bringt, dann weiß ich auch nicht mehr. Hab mehr Zeit zum Geschichtenschreiben, sehr schön. Geschichtenschreiben. Kreativität, ne? Oh. Die Kommentare kommen mir so crazy reingedingst, ich kann das gar nicht lesen. Meistens sind gerade, was ich sehe, Katze, aber vielleicht bin ich noch auf Katze gepolt. Echt? Ich sehe gar nichts mit Katze. Hasen, Hasen. Sie scrollt einfach noch so vor 10 Minuten rum. Hamster. Du scrollst einfach noch vor 10 Minuten rum. Wir haben 19 Seiten in Chemie aufbekommen, hat jemand geschrieben. Stark. Das ist nicht so cool. Obwohl, manche finden Chemie bestimmt ja, aber ganz für, toll. Für 5 Wochen
Ja, geht eigentlich. Geht nicht. Eigentlich schon. Kommt darauf an, ob sie einfach nur 19 Seiten lesen sollen oder ob das 19 Seiten Aufgaben sind. Das ist so, als Schüler dramatisiert man immer hart. Das ist auch so sechste Klasse, man will endlich ein Handy haben. Mama, alle haben iPhone XS, nur ich nicht. Wer hat denn das alles? Alle! Ja, hier. Und außerdem und besonders alle. Ja, das ist immer kritisch. Oh, das stinkt gerade hart nach angebrannt. Oh, sieht auch nach Kacke aus da am Rand. Echt nach Kacke aus. Ich würde jetzt gerne mit meinem Handy drauffilmen, um es euch zu zeigen, aber es ist so weit weg. Das karamellisiert hier irgendwie so richtig krass, ne? Oh, das ist nicht gut, Dylan. Oh, hier unten sind alle. Leute, hier, das ist richtig Kackwurst hier am Start. Wir sollten das vielleicht mal ausmachen, oder? Das Ding ist mit Zitronensäure, machen wir doch jetzt hier noch das restliche Ding kaputt. Ja, ich glaube, das wird auch nichts mit Zitronensäure. Wenn du das isst, nein, kriegst du meinen YouTube-Kanal. Da musst du noch was drauflegen, du. Hä, du musst nur das essen? Ja, nee. Ich hab schon Integrität. Hä, oh, die Kommentare sind weg. Ah, da sind sie wieder. Ich habe 7 Stunden für ein Bild gebraucht und habe, ich glaube, da stand versaut. Ah, nee, habe viel auf. Keine Ahnung, was da stand, Leute, ich konnte es nicht so schnell lesen. Oh, jetzt hab ich eine E-Mail bekommen. Was, ratzfatz? Schmeckt Joey der Zuckerwattenstab? Ja, der schmeckt davon. Katzen. 6 Seiten Bio-Aufsatz. So irgendwie, das kommt also vor, als wären die einen noch in 5 Minuten Vergangenheit, die anderen sind schon in der Zukunft, die anderen sind komplett lost hier, aber die Kommentare sind so random. Einmal so wellensittig, einmal 5 Seiten aufgebaut und dann schmeckt Joey das Ding hier. Das sind echt random Kommentare hier. Der Chat ist ultra random. Ja. Also ich habe euch übrigens... Ab in den Süden, das war doch wirklich von einer halben Stunde, oder? Ja. Ja, die kommen immer wieder hoch. Ich weiß nicht, warum. Echt? Ja, bei mir auch. Komisch. I don't get it. Was? Die fragen, warum wir gemeinsam hier gerade sind. Ah, okay. Ja, schön. Das müssen wir auch noch besprechen. Ja, das müssen wir erklären. Wir haben entschlossen, dass wir uns nur gegenseitig treffen. Wir treffen keine anderen Menschen. Ja. Also Jesse und ich, wir sind nur bei uns zu Hause. Jesse ist übrigens die Freundin, falls ihr das nicht wusstet. Wir sind nur bei uns zu Hause oder halt mal hier. Ja. Und Joey macht das genauso. Ja, genau. Also wir sind sozusagen die einzigen Kontaktpersonen, die wir haben. Liegt ja natürlich auch irgendwie daran, dass wir zusammen arbeiten und so weiter. Yes. Das heißt, komplett können wir halt auch nicht für uns sein. Aber wir stecken das gut ein. Also Dylan sieht auch nicht mehr seine Eltern oder so. Ja. Da wird auch irgendwie nichts mehr angefasst, was die Eltern anfassen können. Genau, weil meine Eltern hatten bis jetzt vor kurzem noch mein Auto benutzt auch und so weiter. Wo ich dann jetzt auch sage, nee, macht ihr nicht mehr. Ja. Jetzt ist halt die Frage, gehe ich dann für die einkaufen? Ja, das ist halt das so, dann, du weißt nicht, wo ist das dann dumm? Auf, ne? So, ne? Ich habe heute irgendwo so einen Livestream geguckt und da wurde auch darüber geredet, wie das eigentlich im Supermarkt ist. So, ob du jetzt die Tomaten essen darfst. Oder irgendwie Tiefkühl-Erdbeeren aus China, weil angeblich das ganze Obst tiefgekühlt aus China kommt. So, was man da machen soll und so. Dann haben die teilweise gesagt, Tiefkühl ist gefährlicher als normal, weil das Virus sich irgendwie bei kalten Temperaturen richtig gut hält. Also es mag halt kalte Temperaturen. Also es ist so, I don't understand. Du weißt halt nicht, wo du aufhören sollst. So, du kannst ja auch jetzt nicht deine Tomate... Aber war das eine sinnvolle Quelle oder war das... Ja, ARD. Okay. ARD, irgend so ein Buffet da. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Okay, irgend so ein Buffet, weiß ich dann auch nicht. So. Ja, das hieß so, keine Ahnung. Hin zum Kunst, als ARD-Mittagsbuffet. Ja. Wenn jemand von ARD zuguckt, sag mal, wie das heißt. Schon. Ja, deswegen. Also es ist schon irgendwie, ist schon crazy alles. Aber ja, man muss halt einfach so gut wie es geht vermeiden, irgendwie den Kontakt herzustellen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel hier, meine Nachbarin ist eine über 90-jährige Oma. Ja. Und sonst, wenn die irgendwie am Briefkasten ist und der ist das runtergefallen, habe ich das halt immer aufgehoben. Und jetzt überlege ich halt auch so, sollte ich vielleicht nicht mehr machen, weil vielleicht weiß ich gar nicht, ob ich den Virus, ob ich die Virus schon in mir trage. Ob ich die Virus schon in mir trage. ja, ist irgendwie crazy. Man muss voll so die Gedanken umstellen und die Gewohnheiten so ein bisschen. Ja. Aber wir haben gesagt, wir bleiben zusammen, weil wenn wir wirklich uns nur treffen und niemand anderen, uns jungen Menschen kann potenziell nicht so viel passieren.
Ja, aber halt wichtig, dass man sich jetzt nicht irgendwie in Gruppen irgendwo trifft. Ja, genau, und das ist halt super. Das ist halt bescheuert. So. Sollte man nicht tun. Sollte man nicht tun. Was macht ihr denn den ganzen Tag, wenn ihr jetzt... Ja, das habe ich schon gefragt, aber niemand hat geantwortet. Ja, deswegen, ich probiere es ja einfach nochmal. Wir haben alle Hausaufgaben. Wir haben alle Hausaufgaben. Aber macht ihr auch Hausaufgaben? Ihr macht ja keine Hausaufgaben, sehe ich doch. Also 10.500 Menschen machen definitiv gerade keine Hausaufgaben. Aber chillen, Schulaufgaben, chillen. Ich turne. Turnst du zu Hause? Boah, da hast du aber ein gut großes Haus. Im Wohnzimmer oder was? Hä? So ein Stufenbahn aufgebaut im Wohnzimmer. Ich habe keine Hausaufgaben. Doch, ich mache nebenbei Hausaufgaben. Ja, so wie. Wo wohnt Dylan? Ach, das ist ganz einfach in der Straße Nummer. Wir wohnen beide in Köln. Ah! Es war gerade heiß, aber jetzt ist es wieder weg. Da war nichts. Ja, vielleicht habe ich es mir eingebildet, weil ich so Angst hatte. Oh, das ist schon mega scheiße, das Teil. Doch, mache gerade Sozi. Oh, was war das? Sozialkunde, ne? Ja. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich das mochte. Das ist schon so lange her. Ich spüle. Leben. Cool. Ja, aber auch das muss gemacht werden. Es geht hier noch Fortnite zocken. 55 Seiten in Englisch und 20 in Deutsch. Bin aber in der 6. Klasse. Per Gmail. Krass, ne? So Hausaufgaben über E-Mail ist schon crazy. Aber wie viele hier einfach sagen, dass sie so 17 bis 25 Seiten Physik bekommen haben? Das Ding ist halt auch wieder, müssen die nur 17 bis 25 Seiten lesen oder auch wirklich Aufgaben daraus machen? Das ist halt, Leute, seid ihr mal ehrlich? Es gibt halt auch Seiten, wo nur zwei Aufgaben drauf sind. So. Ja, oder keine. Oh. Ach Leute, wir haben jetzt übrigens gerade, falls ihr euch fragt, warum wir überhaupt heute hier zusammen sind, wir haben gerade ein Video gedreht und es lief mal wieder alles schief. Aber es war crazy, ne? Das war eine der craziesten Ideen, die ich bis jetzt hatte. So. Aber das Ding ist, das Ergebnis kennen wir noch nicht. Es härtet gerade aus. Es kann sein, vielleicht schon in der Story im Kühlschrank gesehen. In meiner Story kann man sehen, was da war, genau. Ja, stimmt. Also es kann sein, dass es besser funktioniert hat als erwartet, aber ich bezweifle es. Ja, also wenn wir das nachher wirklich rausholen, wir drehen nachher das Video zu Ende, weil wir müssen jetzt gerade warten, aber wenn wir das nachher rausholen und das wird der übelste Fail, ich weiß nicht, kann man das Video denn überhaupt hochladen, aber alles ja, es kommt ja sowas von krass auf das Ergebnis an. Nein, das kann man so oder so hochladen. Also, wollt ihr das Video auch... Uns scheitern sehen, ist doch nichts Neues. Ist das noch an? Was ist an? Ist das noch an? Ist das richtig so verbrannt? Achso. Nee, es ist aus, aber ich glaube... Riecht auch hier sehr verbrannt, ist aus, aber das ist alles so. Also das Ding kannst du jetzt wegschmeißen. Nein, das mache ich sauber nachher, das wird super. Wir müssen noch die Zitronensäure außerdem hier reinmachen, Dill. Da geht gar nichts mehr. Doch, das geht. Noch ist es heiß. Hier, komm, auf deine Verantwortung. Nee, aber noch ist halt so viel Kacke da drin. Ja, und wie willst du es da rauskriegen? Hey, wir nehmen das gleich einfach raus und dann klopfen wir es aus, fertig ist. Dass du mich überhaupt ernst nehmen kannst mit dieser Brille, die ich so hinter meine Ohren geklemmt habe. Alles gewohnt. Es gibt keine Überraschung mehr. Oh, es stand da gerade irgendwas mit Wirbelsäule. Das sah spannend aus, aber ich habe es nicht lesen können. Irgendeiner hat eine Wirbelsäulenfraktur. Oh shit, das klingt nicht gut. Was machst du mit der Brille, Joey? Also das Ding ist halt, die sieht halt eigentlich so aus. Das Problem ist, so sehe ich halt voll wenig, deswegen klemme ich mir die so hinter die Ohren und so sehe ich halt wieder voll viel. Jetzt bringt die halt extrem viel. Jetzt bringt sie halt gar nichts, aber irgendwie bringt sie... Oh, habe ich dich geschlagen? Nein, aber ich hatte Angst davor. Aber die Leute finden es trotzdem witzig. Was macht ihr? Ja, hast du mal den Titel gelesen? Sieht man den Titel wieder nicht? Boah, bei meinem letzten Livestream war einfach das Thumbnail so richtig random, man hat einfach nur einen Tisch im Hintergrund gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Leute, hat man ein ordentliches Thumbnail hier gerade gesehen? Versteht man, was wir hier machen? Das sind schon wieder die Kommentare weg hier, ne? Ja, die sind auch immer die gleichen. Es zieht immer nach. Dein Haarschnitt steht dir. Alle wollen, die Frage ist, welcher Haarschnitt steht wem? Mein Haarschnitt steht mir, aber... Dein Haarschnitt steht dir sowieso. Das stimmt, ja. Deswegen machst du den ja auch immer. Ist das jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Beleidigung ist? Nein, aber ist doch nicht nice einfach nur, oder nicht? Ja, also du hast ihn noch immer. Das stimmt. Wie lange seid ihr noch live? Wir haben so angepeilt, eine Stunde live zu sein. Das ist ein guter Schnitt. No. Wenn du zu spät reingekommen bist, kannst du dann den ersten Teil nochmal nachgucken, wa? Ja. Oh, ganz schlimm, wenn ich so rede. Ich muss mir das wieder abgewöhnen, ey. Wundervoll.
Boah. Rosalie schreibt, ob ich sie heiraten will. Was ist das, antworte ich da jetzt drauf? Sorry, Rosalie, Dylan hat entschieden. Sorry. Also die Kommentare springen gerade voll. Ich habe jetzt alle Kommentare, ist keine Ahnung, wie viele es sind, schon mindestens 10 Mal gelesen. Die gehen immer wieder hoch und dann geht sie wieder hoch. Oh, shit. Ja, sorry, Leute. Also entweder ihr schreibt nichts mehr und YouTube hat Struggle, uns überhaupt Kommentare anzuzeigen, oder ihr schreibt zu viel oder was auch immer. Leberwurst, sehr super. Gut. Super, also BTS. Das ist wirklich, weißt du so, uns werden fast keine Kommentare angezeigt, aber was uns angezeigt wird, ist Leberwurst. Super, dankeschön für deinen konstruktiven Beitrag hier. Sehr gut, sehr gut. Ja, komm, also ich finde, zum Schluss sollten wir auf jeden Fall nochmal das mit der Dings probieren. Meinst du, wir können das schon anfassen? Doch, wir fassen das jetzt mal an. Kann man das einfach so, wie war denn das denn? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hey, ich habe es doch gerade hier so reingesteckt, oder? Weiß ich nicht. Habe ich das nicht gemacht? Nee, ich habe keine Ahnung. Doch, siehst du, guck, das kann man so rausnehmen. Aber die Frage ist, ist das jetzt heiß oder nicht? Ja, bestimmt. Gib mal hier das Handtuch, bitte. Ich habe so einen richtig widerlichen Geschmack im Mund. Was denn? So, hey, trink doch was. Bisschen Kakao mit... Doch, sag nicht immer Kakao, das klingt mir, als würdest du wirklich Kacke da drin haben. Guck mal, Jessie, da hat wieder jemand gespendet und hat eine Frage an uns. Kannst ich du da drauf? Ich habe keine Spende drin, aber ich habe hier voll viele Leute, die so sagen, dass sie für ihre älteren Nachbarn einkaufen gehen und dass sie fürs Altenheim Banner gemalt haben. Oh, für die draußen aufhängen können. That's cute. Das ist echt super, Leute. So, Banner, stay out. I don't like this episode of Black Mirror. Okay, ich werde das jetzt mal so ausklopfen in der Spüle. Ich bin sofort wieder da. Dylan tanzt in der Zeit für euch. Das ist richtig traurig, so zu tanzen, obwohl gar keine Musik da ist. Ach du Scheiße, ich hab hier irgendwas verbogen an dem. Oh nee. Du bist ja auch ein dummes Stück Scheiße. Hallo? Das war gerade ein bisschen zu gemein. Entschuldigung. Also guck mal, ihr habt das hier halt jetzt so ein bisschen mit abgebogen. Ich sagt nur, dass ihr eure Lieben. Oh, das ist ja nett. Und wie heißen die Spende? Dr. Kanaka. Oh mein Gott. Ja, danke. Danke an dich. An dich. Danke an dich. Ja, war das so hoch? Nee. An Drog. Hä, war das so hoch? Ja, ungefähr. Hallo, schreib mich mal nicht so an. Ja, da ist er jetzt nicht drin. Also jetzt passiert. Ja, jetzt ist tiefer gelegt. Ist es jetzt tiefer? Ja, ist so runtergegangen. Ja, okay, dann ist ja alles supi. Ja, okay. Okay, wir machen jetzt... Oh, es riecht so ekelhaft. Dylan. Es riecht ekelhaft. Kindermilch ist gut für dich, hat jemand geschrieben. Sehr schön. Da weiß hier wenigstens einer... Von vor 20. Da weiß wenigstens einer, was Sache ist. Oh Mann, wir sehen keine neuen Kommentare, oder Hä, wie viel Uhr haben wir denn? Es ist jetzt 16:15 Uhr. Dann war das nicht von vor 10 Minuten. 20 schon. Doch, stimmt, ja, stimmt. Ach, stimmt, ihr seht das sogar, die steht sogar die doch, Zeit. Da sind doch Timestamps dran. Wir sind ja dumm. Schreiben die dann alle mal die gleichen Nachrichten? Ja, höchstwahrscheinlich. Jede Minute? Oh, da schreibt ja jemand, ob wir Popcorn da reinmachen. Siehst du, wir sollen Popcorn da reinmachen. Wollen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir ein so ein kleines Körnchen da reinmachen und dann erhitzen? Sollen wir oder nicht? Leute, ich weiß, dass ich dumm bin, aber es ist so spannend einfach. Aber meinst du, es poppt dann? Also ja. Das Ding ist halt, es ist schon Popcorn. Sobald es heiß genug ist, brennt es an und poppt. Aber das ist doch geil dann. Außer es poppt da drin und dann... Ja, natürlich. Wo denn sonst? Ich dachte, es kommt dann so rausgepoppt. Wo denn raus? Ja, aus dem Ding so... How? Weiß ich nicht. Es kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Weil siehste, es kann passieren. Es wird nach außen das reicht mir schon, Will. Es wird nach außen gedrückt, ja, von den Fliehkräften. Ich weiß. Oh, dann war das doch kacke jetzt, dass wir das gemacht haben. Ja, obviously! Da hast du dann ja gesagt. Ich hab dir ein paar Mal gesagt, dass das doof ist. Und jetzt wolltest du es unbedingt machen. Ich hab das Ding nur angemacht, du hast es da reingesteckt. Joey und seine Vorstellung. Ja, Leute, irgendwie, ich glaube immer so richtig ans Gute. Deswegen sage ich auch in jedem Video, oh Mann, ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt. Ein sauberes Popcorn machen. Oh, Scheiße, ey. Nee, oh Scheiße, was machen wir jetzt hier mit? Ja, das explodiert halt gleich irgendwann. Meinst du, es explodiert? Weil es explodiert. Ja, implodieren tut's nicht. Ja, das stimmt, aber es explodiert jetzt auch nicht. Es poppt halt einfach. Voll viele Steine, wann kommt eigentlich das Heiratsvideo nach dem Antrag? Ja, da hab ich letztens auch drüber nachgedacht. Du hast mir einen Antrag gemacht, aber wir haben immer noch nicht geheiratet. Was soll du hast denn ja gesagt. Ja. Kannst du bitte so eine richtig professionelle Hochzeit machen? Leute, wollt ihr sehen, wie Dylan und ich heiraten?
so richtig auch professionell gemacht. Wäre das was, was euch interessiert? Das wäre halt schon irgendwie weird, ne? Das ist schon, wär schon seltsam. Du findest das cool, Jessie? Ich finde es irgendwie witzig, okay, es muss ja nicht ganz professionell sein, ja, so eine Billo-Sache so. Und, wenn, und der Pfarrer sagt dann einfach, sie dürfen sich jetzt umarmen. Nein, es ist Zeit von Corona, ihr dürft sich jetzt umarmen. 2 Meter Abstand halten. dass der Tod euch scheidet. Amen. Hier passiert gar nichts, aber es riecht hart angebrannt. Ne? Ja, es wird ekelhaft, AF. Ja, scheiße. Ja, komm, wir machen jetzt aus und machen ein bisschen Säure rein. Das klingt echt nicht gut, ne? Okay, Leute, Highlight des Livestreams. Beste Idee, EU-West. Aber wir müssen auch Zucker reinmachen. Sollen wir ich brauche was zu trinken. Das ist ja nicht gut. Dünn, ja, die kleine Pussy. Ey. Ich schütt jetzt einfach den Kakao auf den Tisch. Schatz, ist das dein Wasser? So, Leute, hier kommt jetzt die Zitronensäure rein. Ist das mein Saftglas? Das ist dein. Das Ding ist, die ist halt extrem krank sauer. Hast du die schon mal probiert, Till? Ja, es war widerlich. Wann hast du die probiert? Ja, als wir das Video gedreht haben, wo du das gekauft hast. Hä? Ah, als wir die Badebombe gemacht haben, ne? Ja. Stimmt, da haben wir da auch das Zeug da reingekippt. Wie viel wir davon reingekippt haben. Mhm. Boah. Ich möchte das nicht probieren. Das ist so heftig, Alter. Ich habe so wenig genommen. Aber es gibt hier so richtig den Kick, den ich absolut brauche. Okay, wir machen das ja hier rein. Ich komme mit mal noch einen Löffel. Oh, ich kriege auch instant Schweißausbrüche davon. Hast du mir kein Glas mitgebracht? Du bist so egoistisch. Oh mein Gott. Den hat gerade in vollem Mund genießt. Boah, das willst du. Das war sehr unangenehm gerade. Oh, scheiße, mein Handy ist gar nicht am Strom dran. Hä? Aber es ist doch am... Oh, dieses... Mein Handy ist kaputt, das lädt nicht mehr richtig. Das hat irgendwie so ein Wackelkontakt. Nein, du hast einfach ein billiges Kabel. Nein, ich habe auch schon mit einem anderen Kabel probiert. Es geht auch mit einem anderen. Ja. Nicht Stromsparmodus. Ich kann... Boah, da läuft schon wieder. Hä, der läuft da, oder? Also hier steht da, es ist gar nicht. Ja, aber... Also... Als sie nur wieder da... Hallo? Na, wie viele Leute haben wir verloren in unserer Off-Time? Oh shit. 300. Die Regie hat unseren Stream gekappt, als ich genießt habe. Oh scheiße. Übrigens lag das an Allergie. Ja. By the way. Because my genetics are not that good. Ich habe gestern ja übelst krass. Ich hatte gestern meine erste allergische Reaktion in meinem ganzen Leben. Ja, komm, wende dir. Ey, das war richtig heftig. Wir dürfen nicht sagen, was er. Wir dürfen nicht sagen, was passiert ist, aber ihr werdet es in 14 Tagen, mehr, nee, in 10 doch, Tagen ungefähr auf seinem Kanal sehen. Hä, dürfen wir es nicht sagen, was ich, also wir können ja sagen, woher es kommt. Wir können ja einfach den Fachbegriff nennen, haben die eh keinen Plan, was das ist. Alginat war in seinem Gesicht. Ich bin allergisch auf Alginat. Boah, vielleicht habe ich jetzt so richtig die krassen Infos über mich geleakt und jetzt können alle meine Adresse rausfinden. Alginat. Ich bin allergisch auf Alginat. You're stupid idiot. Alter, ich hatte, ey, meine ganze Fresse hat so krank gejuckt gestern. So hatte ich auch meine Lippen. Ich hatte das Zeug halt auf meinem gesamten, also klingt halt jetzt komisch, aber war halt um meinen ganzen Kopf drumherum. Und es war halt echt kritisch irgendwann. Ich habe so ein bisschen Panik bekommen, weil um meine Kontaktlinsen sich so richtig rote Kreise auf meinem Augapfel gebildet haben. Ich dachte so, okay, das war's jetzt. Yes. Ja. Aber Leute, ich lebe noch. Seht ihr. Wir leben beide. Alginat hat mein Leben verändert. Okay, wir haben das jetzt gemischt. Hier ist jetzt Zucker und Zitronensäure drin. Und auch echt viel Zucker. Was? Mach jetzt. Achso, nee, ich muss erstmal reinmachen. Ja, mach jetzt. Mach jetzt! Hast du viel Säure da drin? Ja. Was denkst du denn? Okay, ich hab auch. Das ist auch echt gut viel. Boah, wetten, die Säure pappt da jetzt einfach nur an und klebt an und das war's. Ich glaube, die. Also es brennt gleich. Es kann ja nur Zucker sich so diese Fäden machen. Aber was ist, wenn die Säure erhitzt wird? Wird sie dann zu flüssiger Säure und kann sie in die Augen spritzen und uns töten? Mhm. Kannst du mir doch mal meine Sonnenbrille geben, Jessie? Oh. Oh, scheiße. Warum denke ich immer erst, wenn irgendwas passiert ist, drüber nach? Wie das aussieht. Ja, sag ich doch. Als hätte voll jemand reingesprühschisst.
Oh Gott, es wird neblig. Ja, aber das Ding ist so still. Ich sehe nichts mehr mit der Sonnenbrille. Es ist super dunkel hier. Passt, ich weiß gar nicht mehr, was hier abgeht. Oh Mann. Ich kann nichts lesen. Also, ja. Verzögert. Oh. Es ist nicht synchron. Tja. Aber was machen wir da jetzt? Erstmal weitermachen. Unschön. Beweg dich mal. Bestimmt seitdem du die Benachrichtigung hattest, dass dein Handy leer ist. Scheiße. Oder vielleicht liegt es daran, dass du den Stromsparmodus angemacht hattest. Aber ich habe ihn ja wieder ausgemacht. Soll ich nochmal gucken? Nee, alles gut. Na gut, aber wenn der Ton verzögert ist... Geht wieder! Jetzt geht's wieder! Und darunter steht, Ton hängt. Super. Ja, Leute, geht's wieder? Hört ihr uns wieder? Oder ist kaggedy kack kack? Oh, ich sehe... Jetzt geht's. Okay, es geht. Es geht. It works. It works. It works. Okay, sollen wir jetzt mal probieren? Ja, alles gut. Ding. Hängt. Ja, alles gut. Ton brummt. Man kann alles hören. Na super. Boah, sieht so widerlich aus. Ja. Ich hab noch nie was widerlicheres. Sieht aus wie Zuckerwatte, wo jemand ordentlich gesprüchelt hat. Sieht nach Zuckerdurchfall aus. Hängt. Es klatscht. Klatscht mal. Und Dylan, das wird nichts. Just a little bit. Mann, warum habe ich immer so Kackideen? Warum denke ich immer, meine Ideen sind gut und dann währenddessen merke ich, nee. Ja. Alles für den Arsch. Dash unser Leben. Mann. Oh. Mann. Ich fühle mich auch gerade so, als müsste ich gleich kotzen. Mir ist voll schlecht. Oh, blöde Kacke hier. Du isst es jetzt. Geh weg, nein. Soll ich das mal probieren? Boah, warum habe ich das gerade getan? Weiß ich nicht. Oh mein Gott! Halt's Maul. Oh mein Gott! Halt's Maul. Oh mein Gott, das ist wirklich, das ist saure Zuckerwatte. Also es ist halt echt nicht viel, aber es ist saure Zuckerwatte. Und es schmeckt gut. Dünn, es schmeckt gut. Guck mal, wie sich das schon wieder direkt bildet. Also im Chat ist es 16.59 Uhr. In der Normalzeit ist es gerade gleich. Nö, wir sind hier von 59. Wir sind 16.59 Uhr. 16 Uhr. Da hat jemand geschrieben, sieht aus wie Haare. Team Hund hat jemand gerade kommentiert. Jung, du bist eine halbe Stunde zu spät. Boah, Dylan, guck mal hier. Leute, was hat sich hier für eigenartiges Zeug gebildet? Sieht aus wie so eine tropische Raupe. Ja, Leute, hat alles nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ginge anders und besser. Oh, meine Mama hat mir gerade geschrieben, ihr Zahnarzttermin heute Morgen wurde abgesagt. So ein Mist. Sorry, Mama, falls du das gerade siehst, das ist echt tragisch. Oh, Leute, ja, das war unser super tolles Zuckerwattenspektakel. Hattet ihr Bock darauf, dass wir mal wieder öfter live gehen? Wäre das so eine Sache, wo ihr Bock drauf habt, dass so Donnerstag so ab und zu mal ein Live-Tag wird? Ja, ich überlege auch, ob ich auf meinem Kanal irgendwie jeden Tag eine Stunde mal live gehen will, jetzt für die nächste Zeit, wo ihr alle zu Hause sein müssen. Ja, ne? Deswegen haben wir nichts zu tun. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, auch wenn ihr das Video jetzt später seht, schreibt mal in die Kommentare, schreibt mal hier jetzt rein, ob ihr Bock habt, öfter mal mich oder uns live zu sehen. Und zu welcher Uhrzeit? Ja, hier wäre die Uhrzeit klar. Donnerstag 16 Uhr. Ja gut, aber 16 Uhr, da hast du ja schon einen halben Tag rumgepimmelt und weißt, was du machen sollst. Viele schreiben nämlich auch, abends wäre besser gewesen. Abends wäre besser gewesen? Was machst du den ganzen Tag? Bist du im Park? Bist du... Du musst zu Hause bleiben, da kannst du auch am... Warum ist abends besser, wenn du den ganzen Tag zu Hause sein sollst? Aber viele schreiben ja. Ja, live. Ja, 18 Uhr. Was? 18 Uhr? Aber warum, Leute? Ihr seid eh zu Hause. Ihr seid lieb und nett und seid eh immer zu Hause, Leute. Weil ihr nicht stupid seid, oder nicht? Oh, sehr gut. Guck mal. Freitags um 18 Uhr. Was macht ihr denn den ganzen Tag bis 18 Uhr? Jetzt schrei Rolf nicht so an. Rolf! Ah, schreibe wieder 16. Naja, 16 Uhr mal. 15 Uhr, 16, oh. 16 Uhr. Boah, meine Nase krabbelt gerade voll. Oh, bah. Alles okay? Ja, es beschlägt ab und zu hier. Ja. Boah, es ist so ekelhaft. Ich bin so froh, dass ich das nicht sauber machen muss. Hallo? Wir müssen auch gleich noch das nächste Video drehen. Also wir müssen gleich noch das Video zu Ende drehen, was wir heute gedreht haben. Boah. Ich will jetzt mal hier eine Antwort finden, was ihr den ganzen Tag macht. Jeden Tag 24-7. 18, 16, Schulaufgaben. Ihr macht doch nicht den ganzen Tag Schulaufgaben. Wen willst du denn veräppeln? 0-0, schreibt jemand. Und damit hat sich die Sache auch geklärt. Jetzt wissen wir Bescheid. Leute, das war unser Zuckerwatten. Hallo, kannst du mal die Schnauze halten? Hör auf jetzt. Zieh das weg. Oh, schade, ich dachte, es passiert irgendwas und so voll auf den Tisch.
Leute, das war unser Zuckerwatten-Livestream. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, dann wissen wir auch, ob wir sowas öfter machen sollen. Und ja, dann überlegen wir uns, was wir jetzt als nächstes mit der Popcorn-Maschine anfangen können. Ja, wegschmeißen zum Beispiel. Also, wenn ihr mehr von Joy sehen wollt, abonniert seinen Kanal. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Und auf Instagram werdet ihr besonders bei mir in nächster Zeit die beste Unterhaltung. Oh ja, stimmt. Sehen. Wir wollten ja noch sagen, dass wir auf Instagram so ein Bild machen mit unserer Zuckerwatte. Oh, ja, nee. Aber wir haben nur Kacke hier rausbekommen. Sollen wir ein Bild machen mit unserer Zuckerwatte hier? Ja, der. Vielleicht machen wir noch ein Bild mit unserer Zuckerwatte nachher. Mal sehen, Leute. Mal das die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Also die Links zum... Mein Link, glaube ich. Also gleich. Du hast meinen nicht eingefügt. Ja, ist nicht. Nö, dann bin ich raus. Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Tschüss. Kannst du kurz auf X drücken, sonst bleiben wir live. Achso. Das geht nicht wie normal auf YouTube. Tschüss, Leute. Peace out, A-Town. In the Lifetown. In the Lifetown of the people of the time. Of Earth.